Herzlich willkommen zu der ersten epischen Folge von Sekiro Shadows Die Twice. Ja, wie ihr seht, kann ich auch schon fortfahren. Ich habe kurz ins Spiel reingelunzt und geguckt, ob es halt schon funktioniert. Aber naja, funktioniert alles perfekt. Also gehen wir schon mal ins Spiel hinein und sehen jetzt auch schon den ersten Trailer, den man halt auch schon, also man sieht halt einen Trailer. Oder halt in dem Fall das Intro. Und natürlich spiele ich das auch mit japanischen Voice-Cover.犬が心すらなくしたか。ああ。共に来るか。飢えた狼よ。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。 Unser Herr wird also den kleinen Junge sein, den wir schon im Trailer sehen konnten. Und hier ist schon eine kleine Sache, wird er gefangen? Ja, er wird gefangen werden. Das haben wir ja auch schon gesehen. の国取りから24年、アシナの国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。 Es sieht auf jeden Fall schon mal mega gut aus, das Spiel. Da kann man, glaube ich, nichts dran aussetzen. Und die Szene kennt man ja auch schon aus dem Trailer, denke ich. Achso, und falls jemand nicht weiß, was Shinobi heißt, das steht für Ninja.
Ja, so, das sieht ganz danach aus, dass wir endlich anfangen können zu spielen. So, denke ich, hoffe ich doch. Ah, ja, perfekt. So, X-Objekt aufsammeln. Dekorativer Brief. Ein Brief, der in den Brunnen geworfen wurde. Chorus Wolf, euer Schicksal erwartet euch im Mondblickturm. Entkommt aus dem Brunnen und findet den im Mondlicht getauchten Turm. Und auch ohne Klinge könnt ihr ihn erreichen. Seid lautlos, seid aufmerksam. Ich sehe sofort, dass wir hier mal hinten was haben. Wasser natürlich. Wir sterben nicht im Wasser. Yay. Das Wasser sieht ganz gut aus. Aber können wir schon hier irgendwo hin? Ich denke nicht, ne? Das ist nur so die Jagd nach dem. Wie heißt es? Nach den Geheimnissen, die man hier in dieser Welt finden wird. So. Gut, mit A springt man. Kann man, ah ne, ich habe ja noch keine Waffe, hat er gerade gesagt. Wandsprung, Doppel-A, perfekt. Dann auch hier hoch und der Aschina. Talsperre. Hinter uns, immer hinter allen gucken, findet man bestimmt immer irgendetwas. Kann ich hier hoch? Ne, sieht schlecht aus, aber okay. Dann gehen wir einfach mal weiter, denke ich. So, oh, natürlich falle ich runter. So. Dann an die Wand drücken mit X. An die Wand bewegen mit L. Perfekt. Und so können wir dann auch um die Wand schauen. Ja. Okay. Heimlichkeit. Bleibt unentdeckt, indem du dich duckst oder im Gebüsch versteckst oder dich unter dem Boden bewegst. Du besitzt zurzeit kein Schwert. Weiche Feinden mit Heimlichkeit aus und begib dich zum Mondblickturm. Wenn du kurz davor bist, entdeckt zu werden, erscheinen Warnsymbole über den Köpfen der Feinde. So. Das heißt, wir müssen uns hierhin schleichen. Boah, habe ich wenig Leben. Wo muss ich jetzt hin? Okay. Hier sieht ganz gut aus. Oh, ich kann lauschen. Hat er mir gerade unten angezeigt. Es ist echt leise. Oh, suchen wir den Jungen. Ist das genau den, den wir jetzt suchen? Okay, Genichiro-sama. Wer auch immer das ist. Der gute Genichiro. Deswegen schleichen wir einfach mal weiter durch die Gegend. Fröhlich. Okay, hier geht's runter. Und wieder an einer Kante hängen. So. Natürlich bewegen mit dem Stick. Und natürlich. Ah, mit X kann man auch hochklettern. Ja, ich habe jetzt immer A gedrückt. Wo der Unterschied ist, keine Ahnung. Können wir hier runter? Sollten wir hier runter? Sieht schlecht. Ne. Ist einfach nur so ein random Shit. Einem Sprung an eine Kante hin. A und X. Okay. Hier liegt nichts. Okay. Dann weiter geht's. So. Hoch. Okay. Brauche ich nicht mal X drücken. Wie komme ich jetzt da hin? Hier rüber. Oh, lul. Sieht aus wie ein Haus, wo ich rein muss. Dann. Hä? Ja, die greifen mich auch nicht an. Hallo? Nee, keine Lust. Habe ich was verpasst? Ah, schau mal. Einer an. Hier können wir hoch. Wieso habe ich das nicht gesehen am Anfang? Und dann können wir hier auch durch. Und wer ist da? Der Junge natürlich. Wieso ist er in so einem abgeranzten Haus? Ist es nicht kalt? Es ist doch Winter, oder nicht? Mann, das muss echt kalt sein. Ich bin auch froh, dich zu sehen. Hisashina, Okamio.
Wie was ich gerade sehe, ist, dass Sekiro, nee, nicht Sekiro, dass der Wolf echt graue Haare hat. Das müsste schon etwas älter sein. Was ich mich frage, ist halt auch gerade. Was? Ich wollte gerade was sagen. Natürlich ist das Beste, wenn man es danach vergisst. Oh, da ist unser Schwert. Das Kusabimaru. Ja, was ist? Du kleiner Bengel. Ja, mach ich. Okay. Das Kusabimaru. Ein Katana erhalten von Kuro. Dann heißt der Typ, wie es aussieht, Kuro. Ich dachte vielleicht, dass er Sekiro heißt, aber... Ja, gut. Er heißt Kuro. Okay. Dem göttlichen Erben. Es ist ein Familienerbstück der Hirata-Familie, einem jüngeren Zweig der Ashinas. Es galt einst als vergessen, ist dann jedoch in den Besitz des Wolfs zurückgekehrt. Der Name Kusabimaru vermittelt, die Aufgabe eines Shinobi ist zu töten, doch selbst ein Shinobi darf nicht das Mitgefühl verlieren. Ein Mantra, das die Klinge selbst manifestieren kann. Okay, jetzt habe ich eine Waffe. Hallo, hast du noch was zu sagen? Habe ich jetzt eigentlich schon... Okay, ich bin verletzt, ja, das habe ich gesehen. Ne, den verwesenden Arm habe ich nun nicht, ne? Aber ich kann ja auch mit dem Jungen sprechen, also... Muss bedeuten, dass der nochmal gefangen wurde. Welche Nacht? Ist das die Nacht, wo ich getötet fast wurde? Ja, Ashina Castle. Das, ich glaube, das hätte man... Dazu habe ich ja auch schon in meinem vorherigen Video was gesagt. Sieht so aus, als wäre das das Startgebiet. Ein Geheimgang suchen. Alles klar. Okay, ich soll dich rufen. Perfekt. Früher, ja. Alles klar. Das Schnellobjekt. Achso, ich dachte, jetzt kommt die... Ja, okay. Du kannst verschiedene Schnellobjekte durchblättern und je nach Situation verwenden. Wenn du zum Beispiel Schaden erlitten hast, kannst du mit der heilenden Kürbisflasche Vitalität wiederherstellen. Ich dachte jetzt die heilende Kürbisflasche, aber ich glaube, ich habe das schon vorgesehen, gelesen zur Kürbisflasche dann. Ja gut, wenn ich den Namen kenne. Muss ja so sein. Kügelchen. Medizinische Kügelchen, die langsam Vitalität wiederherstellen. Ein geheimes Verfahren, das seit Generationen in diesen Ländern weitergegeben wird. Aufzeichnungen zufolge wird es seit langem in Kämpfen eingesetzt und führte zu der berühmten Widerstandsfähigkeit der Ashina-Krieger. Ein Kästchen voller Kügelchen kann auch als Kampfamulett benutzt werden. Was auch immer Kampfamulette sind. Das sieht so aus wie eine Kiste. Womit schlage ich überhaupt? RB wahrscheinlich wieder. Naja, okay, dann runter hier. Perfekt. Und ja, dann durch die Tür. Ne, nicht greifen. Ja. Ach so. Ach so. Ich muss mir das jetzt ausrüsten. Perfekt. Ja, gut, natürlich Schnellobjekte, Kügelchen. Nein, dann nehme ich sofort alles rein. Habe ich schon irgendwas in meinem Inventar eigentlich? Inventarmenü, bla bla. Natürlich einfach durchskippen. Nein, warte mal. Ach, ah, mit RT. Dekorativer Brief. Heimkehrfigur. Das ist halt einfach nur so ein... Wir können es ja vorlesen kurz. Vielleicht steht da ja noch irgendwas Besonderes drin. Ein handflächengroßer Holzbuddha. Mehrfach anwendbar. Im Besitz des Wolfs, seit er von seinem Vater gerettet wurde. Seine Kanten sind vom Gebrauch abgerundet. Dieser Buddha ermöglicht die Heimkehr. Es bringt seinen Nutzer zur letztbesuchten Figur des Bildhauers oder zum Maroden Tempel. Ja, Maroden Tempel kenne ich noch nicht und die benutzte Figur ist wahrscheinlich dann das sogenannte, wie heißt es nochmal? Also, Mann, wieso fällt mir der Name gerade nicht ein? Das Lagerfeuer, wie heißt es nochmal? Bonfire?
Und dann das andere ist dann der Shrine, denke ich mal, der Tempel, also der Hub, wo wir dann halt immer wieder hingehen. Ein Shinobi will die Haltung seines Gegners durchbrechen, was zum Beispiel durch Angriffe möglich ist. Wenn die Haltung des Gegners durchbrochen ist, ist er für einen Shinobi-Totschlag anfällig. Okay. Ah, das ist so ein Anfangsgegner, der dich nicht wehrt. Ah, aber du wehrst dich, denke ich, ne? So, habe ich dich auch. Sehen bis jetzt sehr leicht aus. Ah. Okay. Parieren. Manchmal reichen Angriffe nicht zum Durchbrechen der Haltung des Feindes. Durch Parieren durchbricht. Nee. Wann bin ich jetzt? Das Parieren? Nee. Wo bin ich jetzt gesprungen? Ein erfahrener Shinobi erreicht durch den Wechsel von Parieren und Angriffen einen schnellen Sieg. LB. Okay. Ich bin gestorben. Habe ich das Ding denn nicht benutzt? Ich habe das nur ausgerüstet, aber ich habe das nicht benutzt. Jetzt habe ich einen Hit gekriegt und bin sofort gestorben. Ja, wenn man im Tutorial sofort stirbt, das ist perfekt. Aber wenigstens habe ich jetzt Full HP. Okay. So, schlage ich dich mal. Das sieht auf jeden Fall schon mal heftig aus. Kann ich aber irgendwie dodgen? Bestimmt mit X später. Ich drücke es nämlich die ganze Zeit, aber es passiert nichts. Bisher kann ich ja nur springen. So, da kam auch einer raus, genau. Den sollen wir wahrscheinlich mit Parieren besiegen. Können wir ja mal probieren. Oh! Perfekt pariert. So. Da können wir durch. Oder wir können hier rumgehen. Zielerfassung. Ja, okay, das muss ich jetzt nicht vorlesen. Das kennen wir ja schon. Schleich, schleich, schleich. Okay, wer bist du denn? Psst, psst. Hä? Okay. Ich dachte, man kann das so machen wie in Assassin's Creed zum Beispiel, dass man einfach so Attentate macht. Oder muss man das von hinten machen? Ich weiß nicht. Hier war ich, ne? Das ist ja genau. Genau. Hier bin ich ja durch. Ah, jetzt weiß ich, wo ich herkomme. Aus. Genau, von hier. Oh, kann ich eigentlich wieder zurück und gucken, was da war? Wo bin ich eigentlich rumgekommen? Hier. Waren da Gegner? Nee, da waren keine Gegner. Das waren nur hier welche. Genau. Ich muss mich gerade nur erinnern. Das heißt, wir müssen wohl gegen die zwei da unten kämpfen. Kann ich dich irgendwie. Nee. Okay. Einfach mal drauf. Okay. Die sind relativ schwach. Wo das mit dem Parieren, wenn man das perfekt macht, schon cool aussieht. Warte, lass mal es nochmal probieren. Weil sonst kann man das nur so halten, genau. Das ist nicht angenehm. Okay. Ja, ich weiß, wie das geht. Ist ja genauso wie Dark Souls. Perfekt. Hab jetzt ein bisschen viel Kass. Oh, da ist noch einer. Kann ich hier drüber klettern, zufälligerweise? Oh mein Gott. Ich habe halt Angst, dass hier eine Klippe ist. Oh, nee. Da, neben ist die Klippe. Okay. Oh. Ganz viele Gegner. So, hier war kurz ein kleiner Cut. Ich habe die Gegner von vorhin besiegt. So, dann geht's natürlich sofort weiter. Mal schauen, wo uns der Weg hinführt. Oh. Bist du denn jetzt? Konterhieb. Ein Konterhieb kannst du ausführen, wenn du direkt nach dem Parieren angreifst. Dabei fügst du der Haltung Schaden zu und dein Feind hat keine Zeit, sich zu erholen. Während ich kurz aufgekartet habe, habe ich nachgeguckt, wie laut das Spiel ist. Ich habe gemerkt, es ist ziemlich leise, aber ihr werdet das wahrscheinlich nicht wirklich bemerken, da ich es einfach lauter in der Nachbearbeitung lauter stellen werde und ich bin fast tot. Ja, irgendwie klappt das noch nicht so gut. Vielleicht sollte ich parieren. Perfekt. Uff. Er lebt noch. Ah, er hat zwei Leben. Genau. Manche starke Gegner kannst du nur mit mehreren Todesschlägen besiegen. Die Anzahl an benötigten Todesschlägen wird von den roten Kreissymbolen über der Vitalitätsanzeige des Feindes angezeigt. Jeder Todesschlag entfernt ein Symbol. Okay, also zweimal killen. Und natürlich sterbe ich. Ich glaube, ich habe ein Problem noch bisher. Und zwar.
Ich bin immer noch so ein bisschen gewohnt, dass die Ausdauer, dass man nicht dauerhaft angreifen kann. Okay, ich bin hier wieder. Ich kann nämlich nicht dauerhaft angreifen einfach. Also ich kann dauerhaft angreifen, so. Aber in Dark Souls konnte man das ja nicht. Und das irritiert mich, aber die Hinrichtung sieht so episch aus. Also dann müssen wir einmal noch hier hin. Dass man wirklich richtig viel parieren muss. Also, genau, so zwischen den Angriffen immer parieren. Okay, dann kommt dann mal her. Ich krieg dich so. Perfekt. Und dann kommen wir jetzt auch zu den. Hier war ein Gegner, ne? An dem wollte ich mich anschleichen gerade, aber ich glaube, ich habe es verkackt. Meine ich. Oh, lol, hier waren zwei. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. So, dich habe ich. Okay, das ist schlecht. Hä? Wieso hast du jetzt deinen Angriff nicht gemacht? What the fuck ist da gerade passiert? Naja. Die Kürbisflasche. Und dich muss ich noch besiegen, ne? Perfekt. Das erste Mal. Okay, jetzt hat. Okay, ich muss mehr reagieren. Hallo? Lul, das hat mich getroffen. Warte mal, wieso konntest du einen Angriff machen, nachdem ich dich gehittet habe? Okay, dich habe ich. Alter, das ist aber echt close. Mit einer Kürbisflasche bin ich recht. Ah, wir haben die Kügelchen, genau. Dann ziehe ich mir die mal rein. Eins. Die regenerieren die HP, ja. Und durchs Tor. Kampf oder. Ein Shortcut, okay. Ah, hier ist der nächste Weg. Was haben wir hier? Oh, nicht. Handvoll Asche. Zu einem harten Klumpen zusammengepresste Asche. Wirf es auf deine Feinde, um sie kurzzeitig abzulenken. Nach China fällt viel Schnee, sodass die Öfen sich mit Asche füllen. Okay. Ja, gut. Gehen wir hier kurz rüber. Wo kommen wir denn hier hin? Da kommen wir nicht rüber. Aber hier. Was war das denn jetzt? Ey, nicht. Wie heißt das nochmal, wenn man sich hinter der Wand versteckt? Werden wir gleich sehen. So, ah, perfekt. X hochklettern, okay, warte. An die Wand drücken. Das irritiert mich jetzt schon. Das wird echt viel Spaß machen. Ja, okay, das hatten wir schon. So. Hallo. Ah, hier können wir auch lauschen. Also, die Stimmen sind echt leise. Kann ich kurz auf Stopp? Ja, ich kann gleich nochmal lauschen. Die Stimmen sind so leise. Die Dialoge hier, mach mal voll. Das ist mir zu leise einfach. Ist immer noch so. Egal. Naja, was will man machen? Ich stelle jetzt das Spiel kurz bei mir lauter. Weil die Musik ist im Vergleich so laut dazu. Mal, wie wir da unten rechts sehen. Also, die bewachen dann das hier gerade. Ah, lauschen abgehakt, okay. Hochklettern, seht ihr? Guck mal. Wer bist du denn? Hallo! Du bist böse, okay. Was auch immer du bist. Und abgestochen. So, an der Kante hängen. Ah, perfekt. Und dann gehen wir gleich schon sowas wie die Sümpfe rein. Ich habe die immer gehasst, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, in dem Spiel stirbt man, glaube ich, sowieso nicht so schnell, wie der Kügelchen bekommen. Nicht so schnell. Ich meine nicht so schnell. Ich bin ja schon zweimal gestorben, glaube ich. Ich meine, man stirbt nicht so durch, Fallschaden, glaube ich. Ich glaube, man stirbt. Also, man kann so weit fahren, wie man will. Das sieht aus wie der Geheimgang. Deswegen gucken wir uns mal hier unten nochmal um. Hä? Wer bist du denn? Hallo?
Ey. Bist du böse? Ja, also böse bist du schon, aber machst du viel Schaden? Oh! Fuck! Gift? Jetzt schon? War hier noch einer? Nö. Also, komm, was machen wir hier? Okay, hier kommen wir hoch. Das sieht schlecht aus. Natürlich falle ich... Ey, fall doch nicht immer runter. Okay, hier nochmal hoch. Dann hier hoch. So. So. Mann. So, dann konnte ich hier hoch. Kann man... Hier ging es auch hin. Kommen wir hier denn hin, wenn ich hier rangehe? Okay, hier ist Ende. Dann... Hier sieht das aus, habe ich die weißen Striche gesehen. Ganz genau. Hier können wir klettern. Sieht sehr nach einer... wie heißt das an der Wand? Wie nennt man das so? Wand loslassen? Wanddrückmethode aus. Hier können wir hoch. Weiter. Ne, hier können wir nicht hoch. Kann ich hier sofort drüber? Geht das? Ah, ich kann hier runter. Ah, und hier komme ich hier hoch dann. Das haben wir ja gerade auch schon gesehen. Also, das ist ja genau das hier. Ja, und kommen wir wieder ganz entspannt zurück. Und untersuchen das mal. Ja, dann rufen wir den göttlichen Erben. Perfekt. Hallo. Wie kommst du eigentlich so... Wie schaffst du diesen Weg an den ganzen... Obwohl, da waren ja keine Soldaten mehr. Aber... Barfuß, konnte dahin. Jetzt ist es doch etwas lauter. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Stimmen laut sind. Genau. Lass uns gehen. Also, wird er von seinen eigenen Leuten festgehalten? Er hätte ja gesagt, aus der Blutlinie fliehen. Warte, stopp. Jetzt habe ich den einen... Ups. Nochmal, ich habe den ersten Teil nicht verstanden. Achso, okay. Ja, weil ich gerade was anderes nachgedacht habe. Und zwar, wie es aussieht, wird er von seinen eigenen Männern verfolgt, der kleine Junge. Obwohl diese Samurai, die da standen, nicht gerade menschlich aussahen. Und diese Szene kennen wir doch, oder? Ja, komm, kriegen wir aufs Maul. Warum auch nicht, ne? Hier sterben wir. Das kennen wir ja schon. Hallo, Mr. Rival. Mikoyo. おじ上の墓前以来か Genichiro殿 Genichiro Das ist also Genichiro 私は すまぬ お任せを Ich weiß, dass ich noch in meinen anderen Games, natürlich in meinen anderen Videos gesagt habe, dass der Gegner hier der Endboss sein wird. Wahrscheinlich. Und wir haben ja schon gesehen, dass wir aufs Maul kriegen. Werden wir auch kämpfen? Also versuchen zu kämpfen? Oder kriegen wir sofort einfach aufs Maul? Ah ne, wir versuchen zu kämpfen. Das schaffe ich doch niemals, oder? Ja, der ist so gemacht, dass ich den nicht schaffen kann. Ich mach dem keinen Schaden. Was war das für ein rotes Zeichen? Nur, ich kann ihn besiegen. Nevermind. Da ist der Arm abgeflogen. Thank you.
Aber er hat HP verloren, also ich, es war möglich, ihn zu besiegen. Safe. Shinobi tote kono teido ka. Miko wa moratte iku zo. Look, dieses Langbogen sieht so komisch aus. Was ist das denn für ein Viech? Wer bist du denn? Das haben wir auch schon im Trailer gesehen, dass dieser alte Mann, der da sitzt. Und da sehen wir schon den Arm. Mezameta yo jana. Doyara mada shinu sadame dewa nai to mieru. Shinobi-Prothese. Der künstliche Arm eines Shinobi, der vom Bildhauer weitergegeben wurde. Eine Nachbildung eines menschlichen Arms mit einer Fülle von Mechanismen. Sie wurde speziell für Modifikationen und Anpassungen entworfen. Trotz einiger Kratzer sowie Blut- und Ölflecken ist sie in einem tadellosen Zustand. Okay, hallo. Wolf. Heiß Wolf. Das kannst du in seinen Augen sehen? Sorenga Shinobi Jana. Washiwa Hotoki o Horanakia Nara. Omae San wa Omae San de Suki ni shina. Oh, ich kann nicht. Oh, oha. Richtige Sachen fragen. Nani yue ore wa koko ni iru. Tada, hirotta no yo. Shikabane ka dou ka mo wakaranu mono o Noraiinu ni kuwasete yaru koto mo aru mai. Dankeschön. Dore hodo ore wa nemutte ita. Omae san wo hirotte kara zuibun tatsu zo. Sou ka. Das ist einige Zeit. Nushi no aruji wa mada ikite oru zo. Ashina no shiro de. Ashinaburg, da waren wir doch schon. Seine Blumen. Die wird wahrscheinlich wichtig sein. Okay. お扱い向きの牙じゃろうって仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び騎手。そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。忍具を見つけたらわしのところに持ってくるのよ。Okay, das ist halt so ein Upgrade-Typ. Vielleicht sowas wie der Schmied in der Art. このからくり. さしがいいな。任務を持ってきたら忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ。あ、なすか。喋りすぎたな。行きな。 So, und noch zum Blut. Des göttlichen Erben natürlich. Was genau das heißt, weiß ich nicht. 詳しいことなど知らん. Tanda, Liuin. Drachenerbe. So, ja, Barelu. Tokubetsna Chinga Artoyu. Nushino Arujiwa.
Okay. Und deswegen muss ich ihn dann auch beschützen. Was passiert denn mit meinem Körper? Ich meine, ich glaube, wenn man zu oft stirbt und wiederbelebt, dann verändert sich die Welt damit. Und so sind bestimmt auch verschiedene Enden möglich des Games. Okay, Shinobi-Prothese. So, hier beten wir, oder? Die Statuen, wo wir uns, ja, das Bonfeuer. Sieht sehr edel aus. Kein Bonfeuer? Okay. Ah, da ist das Bonfeuer. I understand. Hat er gesagt, irgendwas rechts? Zwei Fremde rechts? Warte, kann ich noch mal kurz versuchen, mit ihm zu reden? Ich habe da gerade mit dem Weg nicht genau. Okay. Meiner hat gesagt, rechts ist so ein Fremder. Oh, und leichter Geldbeutel. Ach stimmt, es gibt ja auch Geld in dem Spiel. Ein Geldbeutel mit einer Handvoll Zen. Kann verwendet werden, um die Zen im Inneren zu erlangen. Hat ein recht befriedigendes Gewicht. Die Zen... Wieso hat das ein befriedigendes Gewicht? Die Zen in diesem Geldbeutel gehen beim Tod nicht verloren. Okay. Da sehe ich noch was. Nehmen wir das kurz nochmal mit. Ja, gleich. Mach ich. Kügelchen. Okay. Das ist der Bildhauer. Okay. Figuren des Bildhauers dienen als Checkpoints überall in Ashina. Beim Rasten dort wird deine Vitalität vollständig sowie eine Anwendung von Auferstehung wiederhergestellt. Gelagerte Schnellobjekte und Geistembleme landen im Inventar. Besiegte Feinde werden mit einigen Ausnahmen wiederbelebt, wenn du rastest. Okay. Ja, ich denke mal, durch das Rasten. Sieht schon heftig aus. Ich denke mal, das ist eine perfekte Stelle, um dieses Video zu beenden. Und bald machen wir dann auch schon mit dem nächsten Video weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Schaut dann auch noch mit bei meinen anderen Videos natürlich zu Sekiro rein. Lasst eine Bewertung da. Am besten auch einen Kommentar. Vielleicht mit Verbesserungsvorschlägen oder so. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.